Sind Sie schon auf Wikisana? Die größte Suchmaschine in der Ganzheitsmedizin? Dann empfehle ich Ihnen, suchen Sie die auf. Mit Sauerkraut gegen Arthrose. Eine steile These, wird vielleicht der ein oder andere von Ihnen gerade denken, aber wir erfahren dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Format Naturmedizin. Bei mir ist heute Karl Müller, Diplom-Ingenieur und Bewegungswissenschaftler, und eines seiner Fachgebiete, tatsächlich habe ich jetzt gelernt, ist auch Fermentation. Und darüber lassen wir uns jetzt ein bisschen was erzählen. Sicher sehr aufschlussreich und hilfreich auch für Sie hoffentlich. Bleiben Sie im Gespräch. Bis gleich, wir starten gleich. Hallo lieber Karl, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dich wieder willkommen zu heißen. Danke dir vielmals. Ich habe schon gesagt, wir haben eine steile These mit Sauerkraut gegen Arthrose. Ja, das ist ja okay, die steile These mit dem Sauerkraut. Da stehe ich auch dazu. Nur das mit dem Fachmann, ich würde jetzt mich nicht als Fachmann betiteln auf dem Gebiet. Mhm. Das habe ich nicht studiert. Das andere, Bewegungswissenschaft, das ist mein Thema, Bewegung, okay. Bewegungsapparat. Mhm. Und das andere ist einfach eigene Erfahrung. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Selbstversorger. Seit ich pensioniert bin, intensiver, könnte mich eigentlich zu 95% oder 100% selbst versorgen, wenn ich möchte, weil ich kaufe noch Öl, kaufe ich noch ein, ein paar Nüsse kaufe ich noch ein, und sonst eigentlich produziere ich alles selbst. Und vor allem Fermentieren habe ich unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und davon erzähle ich sehr gerne, weil ich konnte schon so vielen Kollegen damit helfen, und auch an mir selbst. Das hat funktioniert. Einfach alles ohne Garantie. Es sind eigene Erfahrungen. Na klar. Mhm. Also ich habe auch schon viel von tatsächlichen Experten für Fermentation gehört, in Richtung, also was fermentierte Produkte ausmachen für Magen und Darm. Aber es ist eben nicht alles, also Sauerkraut beispielsweise, nicht das Sauerkraut, das man im Supermarkt kaufen kann. Das ist meist pasteurisiert, habe ich mir sagen lassen. Es gibt eben auch nicht pasteurisiert, also hier in der Schweiz gibt es im Großhandel gibt es auch roh. Es steht dann roh drauf. Und das ist das, was ich meinen Kollegen, die ich nicht gleich mit meinem eigenen Sauerkraut bedient habe, empfohlen habe. Und das hat wirklich funktioniert. Da mussten einige mehrfach in der Nacht aufstehen, auf die Toilette. Bei älteren Männern, wie bei mir, ist das ja gang und gäbe, dass man 2, 3, 4, 5 Mal aufstehen muss. Und da hat jeder mir gesagt, nach einem Monat musste er nicht mehr aufstehen. Mhm. Also das hat wirklich seine Wirkung, und eben auch mit dem Sauerkraut aus dem Fachhandel. Aber man muss achten, man muss das Rohe und nicht eben, wie du sagtest, nicht das Pasteurisierte nehmen, und man muss es auch roh essen. Sonst ist die probiotische Wirkung weg. Okay. Und apropos probiotisch, es wird ja so viel verkauft. Ja. So viel Fernsehwerbung gemacht für probiotische Mittel mit Joghurt und alles Mögliche. Ich möchte ja diese Wirkung nicht abstreiten, aber Sauerkraut ist einfach so einfach, es ist ganz günstig und es wirkt. Das wirkt sogar gegen Krebs. Ja, da sprichst du aus eigener Erfahrung? Ja, ja, also ich hatte Prostatakrebs. Mhm. Und da wollte mich man dann sehr, sehr schnell da auf diese Chemotherapie-Schiene und Urologe zuerst und so. Ich habe mir gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie lang dieser Krebs schon da ist. Mhm. Von heute auf morgen muss ich das jetzt nicht tun. Ich überlege mir das gut, habe mir das auch wirklich lange und gut überlegt. Habe dann auch Studien gelesen, habe vor allem auch meinen gesunden Menschenverstand gefragt, habe auch Gott gefragt. Und ich habe mich dann entschieden, Sauerkraut zu essen, 1,5 Jahre, praktisch zu 80% nur von Sauerkraut
gelebt, aber allerdings nicht nur aus Kohl hergestelltes Sauerkraut, sondern alles, was ich halt fermentiere. Ich fermentiere praktisch jedes Gemüse, sei das Fenkel, Kohlrabi, Herbstreben, Karotten und alles, was ich einfach im Garten habe und das halt gegessen. Mhm. Dann kein Brot, praktisch null Kohlenhydrate, außer das, was es im Gemüse halt auch hat. Eiweiß habe ich gegessen, ein bisschen Fisch habe ich gegessen und nach eineinhalb Jahren war alles weg. Mhm. Auch übrigens auch 8 große Polypen, die ich im Darm, 4 hatte ich große und 4 kleinere Polypen und die habe ich mir auch nicht rausschneiden lassen bei der Darmspiegelung, sondern stehen lassen und die sind auch alle verschwunden. Also die Wirkung von Sauerkraut ist wirklich immens. Daher habe ich mir das auch genommen und seit einiger Zeit sage ich unseren Kundinnen und Kunden, schreiben das auch, die ja ihre Arthrosen, Hüftprobleme, Knieprobleme und so mit Hilfe vom neuen Gehen, vom richtig Gehen, das ist ja mein Fach, Bewegungswissenschaft, mhm, unseren Schuhen auch, ihre Arthrosen behandeln, die merken einfach eine sehr, sehr starke Verbesserung und schnelle Verbesserung, wenn sie beides machen, also anders bewegen und gleichzeitig anders ernähren mit Arthrose. Und da gibt es natürlich meine Meinung dazu, meine Modellvorstellung, warum das mit der Arthrose, mit dem Sauerkraut und der Arthrose so wichtig ist. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Es ist ja nicht die Arthrose, die schmerzt, weil dort im Knorpel drin und im Knochen, da sind ja kaum Schmerzrezeptoren, die sind ja in den Faszien und in den Weichteilen rund um die Knochen und die Knorpel herum. Und dort ist der Schmerz und der schmerzt, weil er entzündet ist. Mhm. Die Entzündung ist eigentlich das Schmerzhafte. Das ist ja auch bei Rheuma so, bei anderen entzündlichen Krankheiten, Muskelkrankheiten, Myofibralgie und so weiter. Ja. Und da weiß man, dass wenn man eine Entzündung loswerden will, dann muss man weniger Zucker essen oder gar keinen Zucker, dann sollte man möglichst auf Kaffee verzichten, auf Schweinefleisch und so. Das ist ja gang und gäbe. Und der Darm ist ja die Chemiefabrik von uns Menschen. Und dort werden auch die Flüssigkeiten, das Blut, da kommt ja alles, was dort produziert wird, kommt nachher ins Umlaufsystem. Und wenn es gibt so 2 Sprüche, die mir in den Sinn kommen bezüglich Darm. Darm gesund, Mensch gesund. Und ein anderer heißt, der Tod sitzt im Darm. Und das ist sowas von wahr aus meiner eigenen Erfahrung. Auch Krebs, was bei mir der Fall war, habe ich auch in vielen Sendungen bei QS24 übrigens gesehen, von Wissenschaftlern, nicht von Hobbywissenschaftlern wie mir, außer Bewegungswissenschaftler, da darf ich mich Wissenschaftler nennen. Da ist ganz klar, kommt heraus, dass der Krebs ein entzündliches Umfeld braucht, einen Sauerstoffmangel. Und wenn die Bakterien, die gesunden, die guten Bakterien im Darm überhand nehmen, dass dann auch mehr Sauerstoff im Blut ist, dass dann weniger entzündliches Umfeld ist. Und Arthrose kann ja wieder, also Knorpel kann aufgebaut werden. Das wissen so viele nicht.
ein Meniskus, der kann wieder aufgebaut werden. Mhm. Das ist wissenschaftlich, also das ist jetzt wieder mein Fachgebiet, das glauben mir viele Ärzte nicht, einige oder immer mehr, auch offene Ärzte wissen das, Knochen wird ja auch, wenn der Knochen sich selber repariert, wird ja auch Knochen gebildet. Und da gibt es andere, ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, und beim Knorpel ist es genauso, nur der Knorpel kann besser gebildet werden, respektive vor allem dann gebildet werden, wenn er nicht in einem entzündlichen Umfeld drin ist. Weil ein saures Umfeld, entzündlich ist sauer und alkalisch ist weniger entzündlich, mhm, oder alkalisch ist nicht entzündlich, wenn man schwarz-weiß macht, und sauer ist entzündlich. Sauer ist auch weniger Sauerstoff und alkalisch mehr Sauerstoff. Wenn das Umfeld stimmt, dann wächst der Knorpel sehr gut nach. Tut er auch weniger weh, schon mal relativ schnell weniger weh, nach, das kann 2-3 Wochen sein, dass die Arthrose-Schmerzen sehr stark nachlassen, wenn man sich mit Sauerkraut ernährt, weil halt in der Umgebung dieser Arthrose plötzlich, wenn das Umfeld alkalisch wird statt sauer, die Entzündung zurückgeht und dann gehen die Schmerzen weg. Dann, mhm, ist der Knorpel zwar noch nicht da, aber der wächst dann mit der richtigen Bewegung. Wenn man dann noch die Bewegung verändert, sprich, wenn man hier jetzt diese Animationen sieht, mhm, rechts das Knie dort, das schlägt ja immer am genau gleichen Ort. Wir sind beim Skelett, ne? Beim Skelett, genau, rechts, Entschuldigung. Ja. Genau. Alles gut. Da, man sieht ja, dieses Rot umkreist, schlägt immer am gleichen Ort, ist der Schlag. Und wenn man jetzt das durch Bewegungsänderung des Fußes, also wenn der Fuß nicht mehr wie beim rechten Skelett so runterklappt, sondern wenn der plötzlich kräftig abrollt, dann sieht man alleine mechanisch durch das kräftige Abrollen der Füße, wird das Knie schonend belastet. Mhm. Wenn parallel zu dieser schonenden Belastung noch durch das Essen von Sauerkraut, also zu 100 Gramm pro Mahlzeit, 100 Gramm am Mittag, 100 Gramm Abbrauch, eine gewisse Menge braucht es schon, um die schlechten Bakterien in gute zu verwandeln, und bis man dann merkt, dass das auch noch dazu kommt, dann habe ich in sehr, sehr vielen Fällen erlebt, respektive umgekehrt sagt, kaum je erlebt, dass das nicht zu massiven Schmerzreduktionen zumindest, mhm, geführt hat. Mhm. Es ist halt beides, das richtige Belasten der Knochen an anderen Stelle, und wenn der Knochen belastet wird, dann baut sich eben der Knochen auf, auch der Knorpel baut sich auf, wenn er weich, elastisch, federnd belastet wird. Trampolinbewegung ist ja bekannt, dass man den Knochen belasten muss, dass er wächst. Nicht nur das sich zu sich nehmen von Vitamin C, Calcium, Vitamin K und so weiter. Da wissen die Fachleute besser, was man da alles für Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen muss. Nicht nur das, das stimmt schon. Aber die Bakterien im Darm müssen sich ändern und eine Veränderung der Belastung. Mhm. Wenn man alles auf der Ernährungsebene macht, aber sich genau gleich so weiter bewegt wie das Skelett rechts, dann wird es schwierig werden, langfristig, ja, ein gutes Resultat erzielen. Aber alles zusammen habe ich jetzt noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert. Das ist aber eine gute Nachricht, ne, für viele, die da betroffen sind. Ja. Du hast mir das mal schön erklärt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das mal war. Du hattest auch so ein Schaubild mit dem Knorpel eben, ne, dass der bei jeder Bewegung wie ein Schwamm zusammengedrückt wird, und dann, wenn die Bewegung wieder, also wenn der Druck wieder gelöst wird, dann saugt er sich voll mit Nährstoffen und kann somit wieder wachsen. Ne? Habe ich das noch grob in Erinnerung? So? Ja, sicher. Es ist genau so, wie du sagst. Es gibt auch Studien, die sagen, es gab Zug- und Druckbelastung. Ja. Zug, Druck, Zug, Druck. Mhm. Das heißt, wie bei einem Kolben und Zylinder, ja, muss
Flüssigkeit reingesaugt werden und da ist diese Flüssigkeit ist dann eine gute Flüssigkeit, eben eine alkalische, und dann wieder gepumpt. Rein, raus, immer reinsaugen und rauspumpen. Und das zusammen mit der Belastung des Knochens, da gibt es eine Studie von 1892, die beweist, dass es Knochenbelastung braucht, damit der Knochen gesund bleibt. Das hat auch mit Osteoporose gilt eigentlich genau dasselbe wie bei Arthrose auch. Okay. Das ist genau das, was du sagst. Also ich habe es eben noch, hat sich bei mir total eingeprägt, weil mir das total logisch erschien und war eben für mich auch ein neues, eine neue Überlegung oder ein neuer Gedanke. Also für mich neu, weil sonst kennt man es einfach immer anders, klassisch medizinisch behandelt. Wahrscheinlich hast du die Probleme noch nicht. Ja, Gott sei Dank habe ich sie noch nicht. Aber jetzt geht es ja eben einfach auch darum, möglichst sich so zu verhalten, sich so zu bewegen, dass das gar nicht erst auftritt. Präventiv, ne? Ja klar, genau, das wäre immer das Beste. Ja, also fermentierte Lebensmittel essen, oder? Genau. Und du sagst, man kann prinzipiell alles fermentieren. Also bei Sauer hat man ja dann immer die Idee oder klingt vielleicht zuerst an, Sauerkraut, das macht doch dann vielleicht sauer, es schmeckt ja auch sauer. Aber es ist eben genau das andere. Das habe ich schon sehr oft gehört, dass man denkt, Sauerkraut macht sauer. Das stimmt nicht. Sauerkraut macht alkalisch. Ja. Aber es ist ja, es sind ja die, die Milchsäurebakterien, die da wirken. Und die Milchsäurebakterien sind die guten Bakterien, die man sagt, so habe ich schon gehört, auch auf QS24 von einem Dr. Professor. Karl heißt er auch, wie heißt er? Sag's mir. Ganz, ganz ein bekannter Mann. Der sagt, Darm gesund, Mensch gesund. Probst. Ah, danke. Ja. Genau. Und habe ich von ihm gelernt, so normale Ernährung, die, auch wenn man denkt, man ernährt sich gesund, aber wenig probiotisch und halt mit so normal ernähren, auch Pasta und so Zeug. Und im Brot ist übrigens leider auch, sind da einige Mittel drin. Die hatte ich selber mal verkauft früher in Korea, als ich noch nicht wusste, was das bedeutet. Muss ja nicht alles schlecht sein, aber Brot ist nicht unbedingt ein sehr, sehr natürliches Ernährungsmittel. Wenn man sich normal ernährt, dann hat man 80% schlechte Bakterien im Darm und 20 gute. Und wenn man sich regelmäßig probiotisch ernährt, dann eben zum Beispiel 100 Gramm Sauerkraut pro Mahlzeit, rohes, dann kann man das wechseln in 80% gute und 20% schlechte Bakterien. Und dann kippt eben im positiven Sinn, kippt dann auch der ganze Körper von sauer auf alkalisch. Wenn wir über fermentierte Lebensmittel sprechen, wärst du jemand, der dann sagt, sollte eben mehrheitlich so sein, dass man die selbst herstellt, oder kann man sich auch über den Handel gut versorgen? Du hast vorhin schon gesagt, Sauerkraut roh sollte man drauf achten, aber... Also meine Erfahrungen zeigen, dass die fermentierten Gemüse vom Handel sehr gut wirken. Aha, okay. Was ich bis jetzt einfach so gesehen habe, dass man im normalen Handel vor allem Kohl oder Kabis findet, fermentierten. Und andere Gemüse habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja, vielleicht kann man es im Online-Fachhandel kaufen. Aha. Wichtig ist einfach, das ist das Allerwichtigste, dass sie roh sind, dass sie nicht pasteurisiert worden sind und dass man sie eben auch roh isst. Damit man die besser essen kann, wenn sie einem zu sauer sind, kann man die gut mischen mit zum Beispiel Karotten. Fermentierte Karotten kann man halb-halb mischen mit nicht fermentierten Karottensalat. Und dann ist das viel, oder ein Drittel Salat oder zwei Drittel und dann noch Öl drüber und dann ist das eigentlich wie ein
Salat. Ja, okay. Gute Idee. Statt dass man Essig verwendet, nimmt man einfach das fermentierte Gemüse, mischt das mit anderem, mit rote Beete ist übrigens auch sehr gut. Das ist noch ein bisschen süßlich, wenn man es im Internet bekommt. Das weiß ich nicht. Ich stelle es selber her. Mhm. Man kann es natürlich auch selber herstellen. Das ist ein bisschen ein Aufwand. Aber man braucht nur Salz dazu und sonst nichts. Und noch die Töpfe, das kann man im Internet schauen, wie man das genau macht. Genau. Ich tue normalerweise, damit ich auf der sicheren Seite bin, wegen Pilzen und so, 20 Gramm Salz rein pro Kilo. Das kann man dann übrigens 25 Jahre, ist ein bisschen wie Wein, kann man das sehr, sehr lange aufbewahren. Also ich würde eher raten, gerade wenn schon mal 10 Kilo zu machen, anstatt nur so diese kleinen Gläser, 1-2 Kilo, das ist ein bisschen, der Aufwand wäre mir zu groß. Anstatt stampfen kann man auch Wasser zusetzen und dann einfach für jeden Liter Wasser, den man zusetzt, auch wieder 20 Gramm Salz rein. Und dann kann man das fermentierte Wasser auch dann trinken. Weil es muss immer mit Flüssigkeit zugedeckt aufgefüllt sein, wenn man es macht. Ja. Und beim Sauerkraut ist normalerweise so, dass man es stampft so lange, bis sich eigene Flüssigkeit bildet, dass man mit der eigenen Flüssigkeit zugedeckt ist. Dann tut man oben noch Steine drauf. Ich tue noch so Netze aus einem natürlichen Gewebe drauf. Man kann auch Kohlblätter abdecken und dann mit, aber spezielle Steine ist nicht empfehlenswert, Steine, Sandstein oder so zu nehmen, das löst sich auf, das habe ich auch mal gemacht, da musste ich mal 50 Kilo Sauerkraut wegwerfen. Oh nein. Weil das so mit Sand, das konnte man da kaum essen, hat auch ein bisschen komisch geschmeckt. Ja. Genau, also diesen Topf mit den Gewichtsteinen, das würde ich dann kaufen. Aber wie gesagt, dass man nicht lange warten muss, weil man sollte es mindestens 4 Wochen ziehen lassen. Und dann je älter, desto besser wird es. Auch ein bisschen saurer, aber auch besser und gesunder. Würde ich es kaufen vorerst mal. Und mit der Zeit, wenn man Freude an dem bekommt, kann man es dann auch selber herstellen. Jawohl, hört sich gut an. Jetzt haben wir ja den Titel eben mit Sauerkraut gegen Arthrose, aber wir haben schon in diesem Gespräch ja auch festgestellt, dass natürlich auch die Bewegung wichtig ist für Knorpelbildung und so weiter und so fort. Vielleicht schauen wir nochmal auf die Bilder, beziehungsweise wie komme ich zu einer möglichst natürlichen Bewegung für meinen Bewegungsapparat, so wie die Bewegung eigentlich gedacht ist. Ja, also Sauerkraut macht das Umfeld alkalisch. Ja. Das heißt, die Entzündung lässt nach, dann lassen auch die Schmerzen nach. Aber wenn der Knorpel wieder aufgebaut werden soll, dann braucht es eine andere Belastung als rechts. Mhm. Und wenn man sieht, diese schlagende Belastung auf die Knie, beim rechten Skelett, die geht natürlich nicht weg durch das Essen von Sauerkraut. Nur die Entzündung lässt nach und dann auch damit oft auch der Schmerz. Mhm. Wenn man das wieder aufbauen will und der Schmerz auch langfristig wegbleiben soll, auch wenn man mal 2 Wochen im Urlaub nicht kein Sauerkraut isst oder so, das kann ja, Schmerzen können schnell wieder kommen nach 2 Wochen, wenn man dann aufhört und wenn die Bewegung man nicht geändert hat. Wenn der Knorpel wieder aufgebaut werden soll, dann braucht es eine andere Bewegung der Füße. Die Bewegung der Füße macht schlussendlich, die Füße sind ja das Fundament des Körpers, wenn die Füße anders stehen, sich anders bewegen, dann ist der ganze Mensch steht und geht dann anders. Anders heißt ganz kräftig abrollen. Wenn man die Füße beim linken Skelett und rechten Skelett mal vergleicht, oder auch beim Menschen links und beim Menschen rechts, das ist ja adäquat. Beim Menschen links, der bewegt im Sand, dieser Masai-Mensch, bewegt die so kräftig, dass automatisch dieses kraftvolle Abrollen seinen aufrechten Gang ausmacht. Mhm. Und weil der harte, flache Boden, auf dem wir ein Leben lang leben, unsere Füße nicht trainiert,
gewöhnen sich die Füße einfach so fallen zu lassen. Wir könnten da in Details gehen, ist der Schienbeinmuskulatur, die angespannt wird und dann mit der Wadenmuskulatur zusammen ganz langsam diese kraftvolle Bewegung macht. Es ist schlussendlich das Training und das koordinative Zusammenarbeiten zwischen Schienbein und Wadenmuskulatur, die das kräftige Abrollen macht, was aber nicht trainiert wird auf den flachen, harten Böden. Und unsere Schuhe sind eben so gebaut, die Sohle inzwischen drin, diese weiche, elastisch federnde Sohle, die imitiert eigentlich diesen Naturboden auf der linken Seite, damit der Fuß sich so bewegt. Und wenn der Fuß sich so bewegt und mit der Zeit dann auch so trainiert wird, wie beim linken Skelett, dann ist die Belastung auf die Knie völlig eine andere. Also und wir sprechen jetzt, entschuldige, wenn ich unterbreche, du sagst unsere Schuhe, wir sprechen dann von euren Schuhen. Wenn ich sage unsere Schuhe, genau. Entschuldigung, dann meinen wir produzieren. Nicht ja, unsere aller Schuhe, sondern... genau. Ja, genau. Wir produzieren ja so Schuhe, wobei ich jetzt nicht Werbung für diese Schuhe machen will, sondern man kann das auch, indem man einfach eine weiche Sohle nimmt und so geht wie links. Wenn man so geht, wird man sofort merken, dass das entlastend ist für die Knie. Man kann in einem Turnschuh mit einer ganz weichen Sohle, aber dann muss man ganz bewusst im Kopf den ganzen Tag, muss man dann so bewusst kraftvoll gehen. Dann funktioniert das auch. Und wenn man merkt, dass das nicht geht, dass ich das morgen oder übermorgen wieder vergessen habe oder schon in 10 Minuten vergessen habe, dann helfen halt die Kibun oder Joya-Schuhe helfen. Die machen das so... So ein bisschen wie automatisch. Ja. Genau, dass der Fuß sich kräftig bewegen muss, machen die automatisch. Und dann hat man eigentlich ein Training für den Alltag, wo die Knie, das Hüftgelenk, der ganze Körper völlig anders sich bewegt. Dann gehen, haben sie dann am Anfang fast ein bisschen das Gefühl, so stolz kann ich doch gar nicht. Was denken auch die Leute, aufrecht, wenn ich da oder? So aufrecht gehe? Das ist. Viele haben mir gesagt, das ist am Anfang komisch. Okay. Ich kann doch nicht jetzt, was denken auch die Leute? Aber ja, das ist eine Gewohnheitssache. In 2-3 Tagen hat man sich gewöhnt. Ja, mir ist es lieber, die Leute gehen aufrecht, als so wie das Skelett hier rechts. Ne? Ja, wenn man das kann, ja. Natürlich. Genau. Also, eure Schuhe imitieren eben, das ist die einfache Art und Weise, sage ich jetzt mal, für den Menschen, der jetzt nicht jeden Moment bewusst auf seinen Gang achten möchte. Genau. Ja, bieten die eine tolle Unterstützung und sie imitieren die natürlichen, die in der Natur auf natürliche Weise vorkommenden Böden. Der harte flache Untergrund wird verwandelt in einen weich. Man kann sich vorstellen, man geht auf so einer Matte, so eine 3 bis 5 Zentimeter Matte, die weich elastisch federnd ist wie ein Trampolin. Wenn man barfuß auf so einer Matte geht, dann geht man ja ganz anders. Und so geht man. Und diese Schuhe, da hat man einfach die Matte eigentlich unter dem Fuß. Jawohl. Anstatt dass man sie überall ausgelegt hat. Und dann geht man anders. Und wenn man eben elastisch federt, so wie auf einem Trampolin, dann unterstützt das, dann gibt es mehr Gewicht auf den Körper als das eigene Gewicht, weil wenn ich auf dem Trampolin federe, dann habe ich einen kurzen Moment immer vielleicht 20-30% mehr als mein Körpergewicht. Das trainiert dann den Knochen mehr, als wenn man nur das eigene Körpergewicht hat. Und vor allem hat man es richtig belastet. Also das Knie ist dann in einer aufrechten Stellung, Hüfte auch, werden dann in einer aufrechten Stellung belastet, anstatt in einer Biegung. Man sieht ja dort, der Schlag ist in der Biegung. Und rechts und links wird er voll in der aufrechten Stellung belastet. Und das ist dann eben nicht mehr an der gleichen Stelle, wo die Arthrose ist. Darum tut es, ein anderer Faktor, warum es nicht mehr weh tut und gleichzeitig wird Knorpel
aufgebaut. Man hat also eine kurzfristige und eine langfristige Lösung, ohne Übungen und ohne Zeitaufwand im Alltag. Sehr gut. Magst du noch sagen, wo man mehr dazu findet, wenn sich der Zuschauer und die Zuschauerin da noch weiter informieren möchte? Wenn man im Internet unter Kybun, K-Y-B-U-N oder Joya, J-O-Y-A, sucht, dann findet man uns. Und da findet man super. Auch diesen ganzen Hintergrund und was. Man sieht dann auch, dass es nicht einfach nur Schuhe sind. Mhm. Natürlich hat es auch irgendwie 160 verschiedene Modelle oder so, aber vor allem findet man auch die medizinischen Lösungen oder bewegungswissenschaftlichen Hintergründe, warum was funktioniert. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, lieber Karl. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen, aber es war ein spannender Exkurs in die fermentierten Lebensmittel. Das ja, werde ich mir zu Herzen nehmen und am besten auch zum Körper führen. Vielen Dank, lieber vielen Karl. Vielen Dank. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zusehen wieder. Ich hoffe, Sie sind jetzt auch auf den Geschmack gekommen, fermentierte Lebensmittel zu konsumieren, also mehrheitlich, präventiv vor allen Dingen und natürlich auch schon, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wie wir jetzt gehört haben, eine gute Option, dem Körper wieder auf ja möglichst natürliche Art und Weise in die Gesundheit zu verhelfen. Und weitere Möglichkeiten, wie wir gehört haben. Also, die Optionen sind da, nutzen dürfen Sie selbst. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Bleiben Sie achtsam, wachsam und bitte liebevoll zu sich selbst. Und bis zum nächsten Mal schalten Sie dann wieder ein, wenn es wieder heißt, QS24 ist wieder da. Auf Wiedersehen.